Moin Leute, ich grüße euch zu einem neuen Let's Play zu Illusion of Time für die Super Nintendo. Ein Spiel von 1994 von Quintet Enix. Ja, altes Spiel. Heute geht's mal los mit einer Runde Retro. Zeit für eine kleine Retro-Runde. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir wollen direkt ins große Abenteuer starten. Und zwar einfach sagen, wir starten jetzt einfach mal rein, Leute. Los geht's. Mission 1 beginnen. So, wir müssen jetzt erstmal eine Tastenbelegung definieren. Ich benutze für mich tatsächlich Tastenbelegung 2. Weil mit B ist für mich halt einfach kämpfen, sprechen. Y ist dann Gegenstände abbrechen. Select ist Menü. A ist unbenutzt. Ist interessant, dass es egal, was du einstellst, du hast eigentlich immer eine unbenutzte Taste. Könnte man besser designen? Aber gut, das waren halt noch andere Zeiten, Leute. Wir legen einfach mal los. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß an die Musik. Ich genieße die Musik. Illusion of Time Musik auf jeden Fall auch großartig. Ich hoffe, ihr genießt sie mindestens so sehr wie ich. Okay, starten wir unsere große Mission. In der Schule. Wo soll's auch sonst anfangen? Hallo, ich bin Will. Ein Jahr ist vergangen, seitdem ich meinen Vater zum Turm von Babel begleitete. Mein Vater und seine Leute ereilte ein Unglück. Irgendwie habe ich es zum Südkap zurückgeschafft. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater nicht mehr am Leben ist. Wenn ich erwachsen bin, werde ich ein Forscher und erkunde die Welt. Irgendwo treffe ich dann meinen Vater. Interessante Schulglocke. Der Lehrer. Okay, das ist alles heute. Und ihr vier macht bitte eure Hausaufgaben. Außerhalb der Stadt wurden Monster gesichtet. Geht nur in Begleitung eurer Eltern raus. Bis nachher. In gewohntem Ort. Ich muss zuerst nach Hause. Ich komme später nach. Wenn du dich beeilst, wird deine Mutter denken, dass du nachsitzen musst. Ja, okay. Damit geht's jetzt los. Wir können jetzt steuern. Hier, das ist unser Charakter. Ah, let's go. Oh, Will. Hör dir mal mein Gedicht an. Es war einmal ein altes Schloss und Kunibert, so hieß der Boss. Ja, die Scherze von früher, interessant. Lance, wir treffen uns bei der Höhle am Meer. Okay, wir sehen uns dann, aber wir wollen uns natürlich umschauen. Das Spiel bietet sehr viele Geheimnisse. Und ich hoffe, ich kann es natürlich nicht garantieren, ich hoffe, dass wir es einigermaßen schaffen. Wir sind hier am Südkap und hier ist auch ein Herr auf dem Dach. Hey Will, wie oft habe ich dir gesagt, dass du nicht hierher hochkommen sollst? Du machst immer solchen Unsinn. Naja, was soll's. Ich kann dich ja sowieso nicht aufhalten. Das ist denen einfach egal. Dann wiederholt er sich. Das ist denen einfach egal. Okay, so, das hier sind die Controls. Wir können mit den Schultertasten links und rechts können wir halt unseren Stab drehen. Ja. Wir haben einfach einen Propeller. Man kennt's. So. Ich kenne das Spiel eigentlich relativ gut in Bezug auf Randomizer. Ja, Randomizer, dazu gibt's auch. Das ist richtig nice auf jeden Fall. Empfehle ich gern jeden. Und hier im Sphärenportal, da können wir eigentlich unsere Spiele speichern. Oben sehen wir natürlich unser HUD. HUD, HUD. Sucht euch was aus. Ich sag meistens HUD dazu. Wir haben links Spieler, da sind gerade 4 Punkte. Pro Punkt sind 2 Energiepunkte tatsächlich. Also tatsächlich besitzen wir 8 Lebenspunkte. Rechts davon sehen wir den Gegner Lebensanzeige. Die ist jetzt natürlich leer. Ja, wir besitzen gerade keine Gegner. Ansonsten DK, ja, das sind die dunkle Kristalle. Dazu kriegen wir später noch mal eine Info. Und wenn wir 100 Kristalle eingesammelt haben, bekommen wir ein Leben. Ja, so ähnlich wie bei Mario. Und ja.
Wir starten einfach mal. Ich bin Gaia, die Quelle allen Lebens. Ich bin dein Helfer und Beschützer. Nur wenige Auserwählte können dieses Portal betreten. Suche es auf, wann immer du es siehst. Im Portal kannst du das bisherige Geschehen speichern. Tue dies, bevor du weiterziehst. Bisheriges Geschehen speichern? Ja, immer. Es ist vollbracht. Reise fortführen, Jusch. Also sei es, leb wohl. Ja, genau, so funktioniert das Ganze mit dem Speichern. Relativ schnell. Das ist auch ein Spiel, was ich mir früher aus der Kindheit mal gespielt hatte. Das hatte ich mir früher, da hatte ich mal die Konsole und das Spiel zusammen mal ausgeliehen. Und ich war bis damals der Einzige gewesen, der das Spiel auch tatsächlich durchgespielt bekommen hatte. Wo man sich gefragt hatte damals, wie man beim ersten Dungeon vorankam. Hatte ich tatsächlich irgendwann herausgefunden, ne? Irgendwie Zufall. Aber ja, ich hatte es dann irgendwann geschafft. In dem Spiel gibt es sowas wie Kristalle. Oder beziehungsweise Juwelen. Die gibt es hier. Rotes Juwel gefunden, direkt instant. Und durch den Randomizer kenne ich ja natürlich so gewisse Spots. Teilweise auswendig, jetzt nicht 100% auswendig. Deswegen, es kann sein, dass wir vielleicht nicht den 100% schaffen. Ich kann es nicht garantieren, ich werde es aber versuchen. Oder jumpen wir einfach erstmal hier runter. Also am besten ist es natürlich immer alles anzusprechen, abzuklappern, gucken, was geht. Ah, drückst du das Steuerkreuz zweimal die gleiche Richtung, kannst du rennen. Ja, genau. Damals gab es auch nicht so die Möglichkeit, drückst du einfach mal eine bestimmte Taste, dann kannst du rennen. Doch, gab's schon, ne? Super Mario World kam früher raus. Da hat es einfach auf einer anderen Taste einfach gerannt. Wir haben eine nicht belegte Taste. Warum? Ja, genau das, Leute. Gut, dann wollen wir mal. Ich will hier weg. Moment. Außerhalb der Stadt wurden viele Dämonen gesichtet. Ohne deine Eltern darfst du die Stadt nicht verlassen. Ich habe keinen Vater mehr. Ich... Ja, okay. Mein Freund ist Astronom und behauptet etwas Seltsames. Ein Stern nähert sich der Erde. Oh, ganz böse Sterne? Böse Sterne. Ich bin besorgt. Ein Haufen dubioser Händler macht hier seit kurzem Geschäfte. Oh oh, ganz böse. Secrets? Keine Secrets. Natürlich kenne ich die meisten Secrets. Und jetzt nicht alle. Ah, im Randomizer ist dieser Raum tatsächlich eine große Karte, wo man halt schauen kann, was hat man schon an Items kassiert. Ja, ist gut. Ich habe keinen Ofen, also koche ich in diesem Topf. Auch interessant. Ja? Okay, einfach. Lass uns zwar einfach weiterziehen. Und das hier ist tatsächlich das Haus. Das ist mein Haus. Malola bereitet gerade eine Pastete zu. Die riecht aber lecker. Ah, Will's Haus? Ah, willkommen zu Hause, Will. Das Abendessen ist noch nicht fertig. Spiel so lange draußen. Ja. Vor allem sie kocht gefühlt. Ja. In einem Regal. So, gucken wir mal hier oben. Ah, der Großvater, Bill. Ah, da du so spät nach Hause kommst, hast du bestimmt nachsitzen müssen. Naja, wenn nichts aus dir wird, können wir dich immer noch an fahrende Händler verkaufen. Das Spiel ist ab 12. nur mal so ganz nebenbei. Er wird einfach angeboten, oh, wenn aus dir nichts wird, dann wirst du verkauft. Einfach Slave. Einfach, wird dir einfach direkt ins Gesicht gesagt. Also, böse. So, hier kennt man das Spiel, ja. 6, 7, 8, 9, 10. Und dann guckt sie nach hinten, ne? Und dann wieder zurück. Ja, man kennt's. Das habe ich gespielt, als ich noch klein war. Huch, Seltsam. Das Spiel erinnert mich an ein altes Kinderspiel. Als ob die keinen Plan hätten, was die hier treiben. Hier wohnt mein Freund Erik. Dies ist das größte Haus in Südkap. Wohl träumt davon, auch einmal ein Zuhause zu besitzen. Schön, dass man hier noch schön was erklärt bekommt. So, was haben wir hier unten im Keller? Ah, hallo. Oh, wie war es in der Schule? Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Lernen ist wichtig, um später das Finanzamt zu hintergehen. Ey, Leute, die verarschen eins.
Was haltet ihr davon? Erzählt mal auf jeden Fall in die Kommentare, da bin ich auf jeden Fall ultra gespannt. Rex Vater. Jeder beneidet uns um unser großes Haus. Was denken die eigentlich? Wir waren schließlich die Ersten in der Stadt. Ja gut. Kann ja sein, ne? Also, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ja. Das ist manchmal einfach so. Es sieht aus, als würde sie kochen. Na, keine Angst, ich brenne nicht. Mir raucht nur der Kopf wegen der vielen Stress. Den ganzen Tag dieses große Haus putzen. Das strengt an. Oh, gosh. Okay, wenn du nicht wirklich nicht kochst, muss ich trotzdem fragen, ist mit dir alles okay? Wie war es in der Schule? Ich hoffe, du hast was gelernt. Ah, das hatten wir schon. Genau, ja, einfach das Finanzamt hintergehen. Ja, nee, ist schon klar. Sowas hat einen früher beigebracht, ja? So bereitest dich auf das Leben vor. Spiel Spiele und du erlebst alles. Mein Freund ist Astronom. Warte mal, das hatten wir doch schon mal. War ich hier schon in diesen Gebäuden drin? Au! Kaum war die Tür zu Seths Haus geöffnet, hörte man die Eltern schon streiten. Oh, lol. Was Kacke am Dampfen? Seths Vater. Lass mich in Ruhe. Ich mache mit meinem Geld, was ich möchte. Oh, dieser Mann, er raubt mir die letzten Nerven. Wie konnte ich ihn nur heiraten? Ich hätte ihn schon längst verlassen, wenn Seth nicht wäre. Oh. Ja, wir merken schon, in der Welt, da läuft einiges schief. Es tut mir so leid. Ich verstehe, warum er es hasst, seine Eltern jeden Tag streiten zu sehen. Vor allem, wenn es jeden Tag ist, dann hätte ich auch keinen Bock mehr. Das ist Lances Haus. Er lebt hier mit seiner Mutter. Die ist schon sehr alt. Mein Vater ist bereits seit einem Jahr vom Turm von Babel verschollen. Mir kommt es vor, als sei es erst gestern. Wer weiß. Kann ja nicht in den Kopf gucken. Und auch hier gibt es ein rotes Juwel. Oh, ich hoffe wirklich, dass wir die 50 Juwelen alle bekommen. Weil dann eröffnet sich nämlich noch ein Weg zu einem weiteren Boss, der definitiv nicht zu unterschätzen ist. Ja, das gibt noch ein weiteres Juwel. Den müssen wir hier abkassieren. Allerdings gibt es den nur auf einen bestimmten Punkt. Und das ist so RNG-heftig. Also du hast nur eine geringe Chance, dass er tatsächlich hinten rechts, also genau auf deiner Seite da hinten, was er da angelt. Du hast eine geringe Chance. Im Randomizer ist es tatsächlich so, da steht er immer da hinten rechts. Ja, du musst ja irgendwie an deine Key-Items kommen. Auch wenn ich mich anders hinstelle, kann ich es nicht hochziehen. Was ziehst du denn? Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir einfach hier rein. Seehöhle! Für die vier Freunde ist die Höhle am Meer ihr zweites Zuhause. Sie treffen sich hier nach der Schule, um bis abends hier zu spielen. Ja, so passieren Dinge. Und Leute, ich werde jetzt einen Cut machen. Sorry wegen Soundcut vielleicht. Also, aber ich möchte versuchen, dieses Juwel zu kriegen, den es dann hier gibt. Ja, ihr seht schon, ne? Das ist anstrengend. Also, okay, wie gesagt, ich mache einen Cut und dann seht ihr das Ergebnis. Ah, Leute, ich bin fix und fertig. Oh, es war definitiv gut, dass ich den Cut gemacht habe. Und ich habe über eine halbe Stunde gebraucht, bis der endlich mal da unten gespawnt ist. Die Spawnrate ist so verdammt gering. Schlimm. Aber Leute, wir haben es jetzt endlich geschafft. Oh, Mann. Für mich auf jeden Fall. Oh, es war ultra anstrengend. Okay, let's go. Holen wir uns mal das nächste Juwel. Was hast du noch zu sagen, nachdem du hier 1000 Jahre woanders geangelt hast und nicht hier direkt vor der Höhle? Der Fischer hat einen merkwürdigen Krug geangelt. Ja, gut, okay. Na gut, Leute, so verrückt es klingt, aber lasst uns einfach weitermachen. Die Seehöhle, genau, hier sind wir ja beim letzten Mal stehen geblieben. Huch, wollte nicht raus.
Ja, schon war der wieder weg. Ja, was ist denn los? Es ist schon spät. Ich sollte noch mit Seth Karten. Ich spiele noch mit Seth Karten. Bin gleich soweit. Okay. Ich werde ganz sicher gewinnen. Plötzlich erscheint Erik. Er scheint sehr aufgeregt zu sein. Ich habe Neuigkeiten, große Neuigkeiten. Die Prinzessin von Edwards Schloss ist weggelaufen. So muss alles und jeder Edward heißen. Ich vermute, sie ist hier irgendwo im Südkap. Das ist alles? Du bist hier hineingeplatzt, als sei etwas Schlimmes passiert. Könnte es sein, dass du dich in eine Prinzessin verliebt hast? Nein? Aber vielleicht kommen die Soldaten hierher, um nach ihr zu suchen. Wenn die Soldaten hier auftauchen, bekommen wir Ärger, denn wir dürfen hier nicht spielen. Wie egal das jetzt gerade einfach ist, sie gucken sich jetzt einfach an. Ja, sieht gut aus. Pech im Spiel und mit der Liebe, da sieht es auch nicht besser aus. Oh. Komm her, Will, setz dich neben Erik. Ja, das kann ganz schnell mal passieren, dass man einmal eine falsche Taste drückt. Eine Richtungstaste reicht manchmal schon, dass dann plötzlich der Text weiter überspringt. Das ist ein kleines Problem in der PAL-Version. In der NTSC bin ich mir jetzt nicht sicher, aber in der japanischen war es definitiv nicht so. Schwierig. Dadurch haben wir jetzt natürlich den Anfang verpasst. Aber es ist zum Glück nur ein Text, falls verloren gegangen ist. Ich möchte wohl telekinetische Kräfte sehen. Kennst du sie noch nicht? Er bewegt Dinge, ohne sie zu berühren. Er hat auch die Statue dort hinten in die Ecke verschoben. Mach's nochmal, Will. Okay, ich bewege. Sie hat sich bewegt. Die sich alle erstmal freuen. Ziehe irgendeine Karte. Ich drehe 4 Karten um. Versuche das Karo Ass auf Anhieb zu finden. Genau, wir kriegen jetzt hier 4 Karten aufgelegt. Und tatsächlich ist es in Game so, es ist verdammt nochmal egal, was du für eine Karte ziehst. Es ist absolut egal, was du für eine Karte nimmst. Jede Karte ist einfach die Karo Ass. Nimm jetzt die Karte, von der du glaubst, sie sei das Karo Ass. Und ja, keine Ahnung. Es ist egal. Es ist jede Karte. Es ist einfach so programmiert worden. Ich nehme die hier. Und nimm die Karte. Es ist natürlich das Karo Ass. Richtig. Ups, ich bin sprachlos. Hey, Seth, das ist doch so eine Art von Psychokraft, oder? Es muss sich hier um eine Art psychokinetische Kraft handeln. Ich wüsste auch gerne, was da sich dahinter befindet. Verbirgt. Die meisten Leute haben 5 Sinne. Sehen, hören, schmecken, riechen und fühlen. Ich vermute, Wills Psychokraft ist eine Art 6. Sinn. Was es erzählt, ist viel zu kompliziert für mich. Ich hab mich gerade bewegt. Ich hab mich gerade nur bewegt. Ich wollte mich nur bewegen. Ich hab jetzt gedacht, das war Ende. Das ist ein kein großer Nachteil von dem Game tatsächlich. Ich hoffe mal, das ruiniert jetzt nicht den ganzen Story-Kram hier. Ich werde ganz sicher gewinnen. Nur noch ein Spiel bis jetzt und ich gehe nach Hause. Oh. Wenn ich das nur auch könnte. Ja, so ein paar Karten ziehen und Steine bewegen, das kann halt nicht jeder. Südkap. Es ist bereits dunkel, als Will die Höhle verlässt. Ja, man merkt, es ist Abend. Und der Fischer angelt hier hinten immer noch. Ich schaff's einfach nicht. Oh. Tatsächlich sagen die Leute auch nichts anderes. Deswegen... Wir waren ja schon da oben einmal zu Hause. Lass uns schnell rein hier. Was bist du denn für einer? Ein Händler. Ich reise sehr viel umher und verkaufe den Leuten Waffen. Es sind zwar unruhige Zeiten, aber an Kinder verkaufe ich keine Waffen. Was bist du denn für einer? Holst du raus. Kam da ein Schweinchen? Ein Schwein ist in Wurz Haus eingedrungen. Was macht dieses Schwein in meinem Haus? Oh. Ich komme nicht hoch. Ei, 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 ei.
Weil so ein Schweinchen hat so viel Kraft, einen ganzen Menschen zu bewegen. Hamlet, du sollst keine Fremden angrunzen. Ah, ist das dein Haus? Es gehört meinen Eltern. Du siehst ein bisschen schäbig aus. Es gibt wichtigere Dinge. Wo sind deine Eltern? Nicht zu Hause? Ah, sind das auf dem Bild dort deine Eltern? Mein Vater ist ein Forscher, er... Ich weiß, Allman der Forscher. Man sagt, er sei verschollen. Eines Tages wird er zurückkommen. Denkst du oft an deinen Vater? Es muss sehr schwer sein für dich. Ich fühle mit dir. Genau, jetzt erstmal umschauen. Magst du eigentlich Musik? Ja. Oma Lola singt eine begnadete... ist eine begnadete Sängerin. Ich hörte sie oben singen. Sie hat eine schöne Stimme. Ah, jetzt kann man wieder bewegen. Ich habe so ein bisschen Angst, mich generell zu bewegen, Leute. Ich hörte sie oben singen. Sie hat eine schöne Stimme, ja. Okay, Leute. Bevor es weitergeht, weil es gibt da nämlich gleich noch einen schönen Storystrang, der jetzt gleich dann angetreten wird. Ich werde deswegen jetzt sofort erstmal speichern. Weil wenn wir nämlich den nächsten Step antreten, dann ist es halt so ein bisschen... anstrengend. Deswegen werden wir jetzt hier schön speichern und den Part hier mit beenden. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Wäre schön, wenn ihr wieder reinschauen würdet. Und ja, ich wünsche euch was. Tschüss!